Ach, ich liebe es, wenn es so leise ist. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ich habe in den letzten Wochen, weil wir nach einem neuen Auto suchen, immer mal wieder Videos gemacht, auch zum Tesla Model 3. Die haben natürlich eine große Resonanz erzeugt und viele Kommentare vor allem auch auf den Plan gerufen. Und deswegen mache ich heute mal ein Kommentare kommentieren Video zum Thema Tesla Model 3. Keine Sorge, auch dieses Auto ist nicht meins. Ich habe mir das von einem guten Freund ausgeliehen. Ein Elektro-Smart, zwei Sitzer, es passt kein E-Piano rein, also kein für uns geeignetes Auto, aber natürlich super dankbar, dass wir das jetzt diese Woche haben können, wo er im Urlaub ist. Und den kann ich euch bei der Gelegenheit gleich auch noch vorstellen. Hat eine relativ geringe Reichweite, ungefähr 140 Kilometer würde ich mal schätzen. Jetzt gerade habe ich die Klimaanlage angemacht, dann ist die Reichweite sofort völlig eingebrochen. Ich glaube, damit kriegt man dann noch 100 Kilometer hin. Wir haben ihn auch schon mal getankt bei uns an der Solaranlage. Das macht Spaß, das zeige ich euch nachher noch im Video. So, jetzt zu euren Kommentaren. Das erste Video, was wir gemacht haben, war ein Vergleich zwischen dem Skoda Octavia Kombi und dem Tesla Model 3. Und dabei habe ich natürlich ein paar Fehler gemacht. Und ganz klar, dieser Vergleich, der gilt auch nur für unsere ganz spezielle Situation. Die Photovoltaikanlage ist schon auf dem Dach. Die erzeugt Strom, den wir teilweise nicht brauchen. Darüber mache ich wahrscheinlich ziemlich bald auch ein Video übrigens. Und ich brauche ein Geschäftsauto. Das gibt bestimmte steuerliche Geschichten, die damit zusammenhängen und so weiter. Ein paar Kommentare von euch fand ich interessant, beziehungsweise ganz richtig, und das möchte ich auch gerne an der Stelle sagen. Einen Fehler habe ich gemacht. Der Umweltbonus war bei meiner Konfiguration schon abgezogen bei Tesla. Das habe ich nicht gewusst, dass diese 4000 Euro bereits die Hälfte davon schon im Preis eingepreist ist. Die andere muss man dann beantragen und bekommt sie nochmal hinterher. Was ich auch einfach nicht berücksichtigt habe, war die Abschreibung. Das heißt, man hat dann monatlich noch einen bestimmten Betrag, den man, sofern man genügend Umsatz erzielt, abziehen kann und damit seinen Gewinn verringern. Das habe ich nicht berücksichtigt. Immer vorausgesetzt, man hat überhaupt genug Geld, um es ausgeben zu können. Sonst kann man ja auch nichts absetzen. Ebenso richtig war der Hinweis darauf, dass das Tesla Model 3 nicht 8 Jahre Garantie hat, sondern 8 Jahre auf die Batterie und 4 Jahre auf das Auto. Vielen Dank auch für diesen Hinweis. Und ebenfalls falsch ist mein Gedanke gewesen, das könnte ein Oberklassewagen sein. Das kann ich nur damit entschuldigen, dass ich wahrscheinlich noch nie Oberklassewagen gefahren bin, beziehungsweise mich noch gar nicht damit beschäftigt habe, was Oberklasse ist. Tatsächlich ist sowohl ein Skoda Octavia als auch ein Model 3 ein Mittelklassewagen. Ich dachte halt, naja, 210 PS, Beschleunigung von 4,5 Sekunden auf 100 und diese ganze Ausstattung, die dieses Ding hat. Aber das alles hat gar nichts mit Oberklasse zu tun. Also, ich habe zwei Mittelklassewagen verglichen, die man allerdings auch nicht wirklich vergleichen kann eigentlich. Andere haben geschrieben, ja, man könnte doch den Skoda Octavia auch auf dieselben Ausstattungsmerkmale hoch ausstatten. Ja, natürlich kann man das tun. Dann wird er allerdings halt auch noch mal ein paar tausend Euro teurer. Dann wird die Vergleichsrechnung ja noch schlechter für den Skoda Octavia. Aber ein richtiger Hinweis. Es gab auch welche, die haben geschrieben, was ist das überhaupt für ein absurder Vergleich, dass ich ein Elektroauto mit einem Benziner vergleiche und nicht mit einem Diesel, der ja viel günstiger ist, auch im Verbrauch und so weiter. Naja, das ist halt kein absurder Vergleich, sondern das ist halt der Vergleich der beiden Autos gewesen, für die ich mich im Prinzip interessiere. Das war nicht ein Vergleich für die größte Umweltfreundlichkeit oder den geringsten Verbrauch oder sonst irgendwas, sondern ja, einfach zwei Autos verglichen, die für mich interessant sind, von denen 21.000 Euro mehr kostet. Und ja, das war für mich ganz persönlich eine Berechnung. Diesel kommt für mich als Alternative irgendwie gerade nicht in Frage. Die politische Sache ist mir auch zu unsicher. Wird das jetzt noch unterstützt oder nicht mehr? Außerdem ist es natürlich Verbrenner, was nicht unbedingt die Zukunft ist. Also Diesel steht irgendwie nicht auf meiner Speisekarte, genauso wie Hybrid. Deswegen habe ich einen Benziner verglichen. Die Hinweise auf Erdgas sind auch sehr interessant. Ja, mein Bruder fährt schon seit sehr langer Zeit und meine Schwägerin, die fahren schon seit sehr langer Zeit Erdgasautos. Das ist sicherlich eine tolle Sache, sicherlich auch mit wenig CO2-Belastung. Es ist halt immer noch ein Verbrennermotor. Das heißt, viele von den Vorteilen, die ich eben bei einem Elektromotor sehe und ja auch schon in Videos genannt habe, kommen da eben auch nicht zum Tragen. Wir haben halt doch einen Motor mit 2500 Teilen statt mit 250 und entsprechend Wartung und so weiter. Deswegen ist das für mich im Moment auch nicht die Alternative, aber sicherlich für andere, die auch vielleicht andere Fahreigenschaften und Gewohnheiten haben, eine gute Lösung. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem Auto hier, nachdem ich jetzt auch den Oscar eingesammelt habe. Ist natürlich so ein Auto für Leute, die einfach in der Stadt rumfahren wollen. Reichweite vielleicht 120, 130 Kilometer. Was natürlich sehr angenehm ist wie immer, ist, dass es so schön
leise dahin schiebt und ist natürlich ein cooles Auto, fährt sich gut. Ja, natürlich nicht vergleichbar in der Spritzigkeit wie ein Model 3, aber was soll es auch. Aber jetzt geht's weiter mit euren Kommentaren und dafür zaubere ich den Oscar jetzt mal wieder. So, in unserem zweiten Video, wo wir einfach mal spaßeshalber ein Model 3 konfiguriert haben, da gab es dann teilweise den Einwand, wir hätten ja gar nichts konfiguriert. Ja, das stimmt, wir hatten am Schluss alle Einstellungen so gelassen, wie sie waren. Erstens mal wussten wir das vorher nicht. Zweitens gibt es halt auch nicht so viel Auswahl. Man nennt das auch Grundkonfiguration. Also ich glaube schon, dass wir dann was konfiguriert haben. Sehr oft kam von euch der Hinweis, dass Elektroautos ja umweltschädlich seien. Und dann kommt immer die alte Geschichte mit den 100.000 Kilometern, die es braucht, bis eine Batterie und so weiter und so fort. Dazu habe ich euch auch noch mal einen Link oder zwei unten reingepackt. Diese Informationen beruhen halt auf der Schweden-Studie, die damals sehr durch die Presse ging. Inzwischen weiß man, dass es nicht so ist und dass man damals vergessen hat, Sachen zu berücksichtigen, dass man Äpfel mit Birnen verglichen hat und man hat vergessen, die Vorkosten der Kraftstoffe zu berücksichtigen und man kommt offensichtlich eben insgesamt auf wesentlich günstigere Werte. Wie gesagt, schaut da gerne mal in die Links. Da gibt es auch inzwischen einige Artikel und auch Videos, die da den aktuellen Stand zeigen. Ich hatte ja in dem Video gefragt, wieso das eigentlich kommt, dass die Lacke extra kosten. Und da hatten mir einige von euch wirklich sehr profund, auch vielen Dank dafür, Antwort gegeben, dass dieser Lack eben nicht sehr hochwertig ist, dass die farblichen Lacke sozusagen eine zweite zusätzliche Lackschicht bedeuten, die eben eine höhere Qualität hat. Ja, es gab auch welche, die haben mir dann gleich Vorschläge gemacht, wenn man jetzt so ein Auto hätte, wie man das zum Beispiel mit einer Keramikbeschichtung verbessern könnte. Und auch eine Sache, die mehrere Leute geschrieben haben, fand ich wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ihr das geschrieben habt, weil das konnte man jetzt wirklich beim Konfigurator nicht sehen, dass es eben auch ein Modell gibt, das diese Long Range hat, also sogar 600 Kilometer Reichweite, theoretisch, das zusätzlich noch die Premium-Ausstattung innen hat, was zum Beispiel hinten heizbare Sitze bedeutet und eine bessere Soundanlage. Und dass es die aber nicht nur wie im Konfigurator mit zwei Motoren gibt für 55.000, sondern auch eine abgespeckte Version mit einem Motor für 51.000, die man allerdings nur telefonisch bestellen kann. Kleiner Hinweis, man kann das inzwischen eigentlich nicht mehr tun. Es gibt nur noch einige wenige auf Vorrat befindliche Modelle dieser Art. Aber vielen Dank für euren Hinweis. Und damit kommen wir auch zu dem Einwand, naja, diese Reichweite würde ja sowieso nicht erreicht. Das hängt eben von der Temperatur ab, von der Außentemperatur, davon, wie man fährt. Das ist ungefähr so, wie halt bei einem Auto steht, dass es 5 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Und auch das ist nicht immer sehr wahrscheinlich, dass das dann auch so klappt. Was ich auch super fand, war, dass viele Tesla-Fahrer genau das bestätigt haben, dass diese Autos sehr sparsam sind, nicht viel Wartung brauchen und so weiter. Und das ist natürlich immer viel wert, wenn Leute, die wirklich damit umgehen und das auch wirklich haben und selber besitzen, dann Feedback geben. Das ist immer ein bisschen mehr wert in meinen Augen, wie wenn Leute halt was gelesen haben oder auch mal gehört haben oder ein Freund hat mal gesagt. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, es ist ein viel zu teures Auto, viel zu viel Geld und da kann man ja zwei von den anderen dafür kaufen und so weiter. Deswegen habe ich eben diese Rechnung gemacht. Elektromobilität ist vielleicht was für die Zukunft. Man weiß es noch nicht so genau. Ich denke im Moment, es ist die Richtung. Und eine Sache, die meiner Meinung nach völlig vernachlässigt wird bei diesem Thema, ist, diese Elektromotoren, zumal die von Tesla, aber auch andere, die jetzt neu produziert werden, diese reibungsfrei arbeiten, die sind ausgelegt auf eine Laufleistung von 400, 600, 800.000 und Tesla sagt inzwischen 1 Million Kilometer. So ein Skoda oder ein Renault, die sind normalerweise halt nach 200.000 Kilometern fertig, diese Autos und diese Motoren. Und da muss ich sagen, was gibt es Nachhaltigeres als ein Auto, was vielleicht zweimal, dreimal, viermal, meinetwegen sogar fünfmal länger hält. Wir wissen es heute nicht. Da kann ich nur sagen, da sieht man sich dann in 10 Jahren wieder und dann wird man es besser wissen. Zuletzt noch zwei Einwände, die immer wieder gekommen sind. Tesla ist kacke. Okay, ist ja in Ordnung, kann man ja finden. Und Tesla geht bald Konkurs. Ich glaube es nicht. Dazu wird, glaube ich, gerade zu viel verkauft davon. Selbst wenn es so wäre, würde es bestimmt jemanden geben, der Tesla kauft. Denn diesen Vorsprung an Know-how im Bereich Elektromobilität, der wird nicht lange auf der Straße rumliegen, bevor ihn der Nächste unter die eigene Firmenhaube bringt. Das waren ein paar Antworten auf eure wichtigsten und häufigsten Kommentare. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und vor allem fürs Kommentieren, Mitmachen, Mitdenken, Liken und Abonnieren. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.